Herzlich willkommen auf lenlejob.at, dem größten Jobportal in Vorarlberg. Bei uns bist du rund um die Uhr um die besten freien Stellen im Ländle informiert. Jeden Tag arbeitet unser Team daran, dir mit lenlejob.at noch mehr Möglichkeiten zu bieten. Nutze deine Chance, um dich auf unserer Plattform als Top-Kandidat den Unternehmen zu präsentieren. Denn wir bieten dir nicht nur die Möglichkeit, dich bei den Unternehmen zu bewerben, sondern dass die Unternehmen sich auch bei dir bewerben können. Wie das geht, das zeigen wir dir jetzt. Wenn du dich noch nicht auf unserer Website befindest, dann öffne jetzt einfach lenlejob.at und starte oben rechts mit dem Login mit dem Registrieren-Button. Für dich als Bewerber sind alle Funktionen auf lenlejob.at komplett kostenlos. Es öffnet sich nun das Fenster, wo sich Bewerber und auch Unternehmen registrieren können. Neben der Möglichkeit, sich mit der E-Mail-Adresse zu registrieren, kannst du dich auch mit deinem Facebook- oder LinkedIn-Profil anmelden. Bitte achte darauf, dass du, wenn du noch nicht registriert bist, den Button Jetzt registrieren drückst und nicht direkt auf Login gehst. Wenn du noch nicht registriert warst, erhältst du nun eine Bestätigungs-E-Mail, welche du bitte mit dem Link in der E-Mail bestätigst. Nach der Bestätigung kannst du nun immer ganz einfach über den Login-Button einsteigen. Nach dem Login befindest du dich auf der Übersichtsseite. Starte nun mit der Erstellung deines Lebenslaufes. Hast du bereits einen Lebenslauf auf deinem Computer? Dann kannst du diesen über die Funktion Lebenslauf importieren hochladen. Umso mehr du dich jetzt bei der Eingabe bemühst, umso höher sind deine Chancen, von einem potenziellen zukünftigen Arbeitgeber gefunden zu werden. Klicke nun auf Persönliche Daten bearbeiten. Keine Angst, diese Daten kannst du nachher noch anonymisieren, falls du nicht möchtest, dass dich dein aktueller Arbeitgeber in der Datenbank findet. Du kannst sogar gewisse Unternehmen blockieren. Bitte fülle nun alle persönlichen Daten vollständig aus. Du kannst auch deine Social-Media-Profile hinterlegen. Sei dir aber bitte bewusst, ob du willst, dass deine Social-Media-Aktivitäten mit deiner beruflichen Karriere verknüpft sind. Fahre nun mit deiner bisherigen Berufserfahrung fort. Füge nacheinander deine bisherigen Karrierestationen ein. Achte darauf, dass du nicht nur das Unternehmen und den Jobtitel nennst, sondern beschreibe im Feld Aufgabenbereich kurz deine genaue Tätigkeit. Nachdem du alle deine Berufsstationen eingegeben hast, füge nun deine Ausbildung hinzu. Auch hier ist die Beschreibung außerordentlich wichtig, damit man genau versteht, was aus der Ausbildung mitgenommen werden konnte. Im nächsten Abschnitt kannst du deine Computerkenntnisse, Fremdsprachen oder andere relevante berufliche Fähigkeiten hinzufügen. Beachte, dass du immer auf den Button Hinzufügen klickst, bevor du deine nächste Kenntnis eingibst. Gehe am Ende des Formulars auf das Feld Gewünschter Beruf und fülle die entsprechenden Felder aus. Wichtig, bleib ehrlich. Wenn du zum Beispiel nicht bereit bist umzuziehen, fülle dieses Feld wahrheitsgetreu aus. Beim Feld Karriereziele kannst du einfügen, welches deine beruflichen Ziele für die nächsten 10 Jahre sind. Beim Gehaltswunsch ist auch wichtig, dass du ehrlich, aber auch realistisch bist. Bitte fülle dieses Feld mit deinem Netto-Gehaltswunsch aus. Im nächsten Schritt kannst du ausgewählte Firmen blockieren, damit diese deinen Lebenslauf nicht einsehen können. Gehe nun auf den Button Fertigstellen, welcher sich ganz unten rechts befindet. Nun kommst du wieder auf die Übersichtsseite, wo du nun bei den Bewerberinfos dein Foto hochladen kannst. Bitte verwende ein seriöses Foto. Auf unserem lenlejob.at-Blog findest du einen Artikel mit 5 Tipps zum richtigen Bewerbungsfoto. Gratuliere, du hast nun deinen Lebenslauf erstellt. Auf der Übersichtsseite ganz unten findest du den Punkt Sichtbarkeitsstufe. Hier kannst du festlegen, was Unternehmen von dir sehen sollen und was nicht. Beachte, je mehr du zeigst, desto wahrscheinlicher ist es, dass Unternehmen dich persönlich kontaktieren.